2 Tage in meinem Trainingscamp. Neuigkeiten, ich hab meinen Kampf. Mein aktueller Gegner hat sich verletzt. Ich kämpfe in 4 Wochen bei Fair UFC. Ich glaube, dass Angst wieder schon ein Stück ein Faktor war, weshalb ich mit Kampfsport angefangen habe. Herzlich willkommen bei den Spirit Stories. Ich nehme euch mit in meine Vorbereitung. Am 18. November ist mein Kampf in Chicago. Heute steht auf dem Programm der letzte Teil meiner Medical-Untersuchung. Da nehme ich euch mit. Und heute Abend steht Jiu-Jitsu auf dem Programm. Und morgen werden wir noch ein richtig knackiges Strength and Conditioning Training mit Fabrizio machen. Also ich nehme in der Regel eigentlich bei jedem Training nehme ich mit EAAs und Magnesium. Einmal um Krämpfen vorzubeugen und die Muskelfunktion zu gewährleisten. Und natürlich für die Regeneration EAAs, essentielle Aminosäuren, müssen immer mit dabei sein. Geht auf die Seite von ESN und Code SPIRIT für maximalen Rabatt. Ja, wir sind jetzt auf dem Weg zu den Medical Checks, beziehungsweise zum letzten Teil. Ja, heute wird nochmal ein EKG gemacht und dann sind die soweit abgeschlossen. Blutwerte wurden schon genommen, MRT wurde gemacht und eine allgemeinmedizinische Untersuchung, neurologische Untersuchung. Einfach um zu checken, dass der Athlet fit ist und keine Verletzung hat, wenn er dann in den Kampf geht. Normales, gesundes EKG. Ja, klassisch für einen Leistungssportler haben Sie eine niedrige Herzfrequenz, ganz hervorragend. Ja. Im Gegensatz zu einem Normalpatienten, der eben solche Frequenzen nicht haben kann, weil er eben keinen Leistungssport betreibt. Ansonsten außerhalb der Frequenz sind die Arrhythmien und alle die dazugehörigen Parameter in hervorragender Verfassung. Das heißt, Sie sind in hervorragender Verfassung. Ne, wenn die amerikanischen Kollegen noch eine Frage haben, wir geben Ihnen das als Kopie mit und wir sind zu jeder Zeit ansprechbar und ich wünsche Ihnen auf jeden Fall viel, viel Erfolg. Genau, und zwar hat sich mein Gegner geändert, mein aktueller Gegner hat sich verletzt und jetzt kämpfe ich gegen Timur Kithriev, neuer Gegner, 10 Siege, keine Niederlage bis jetzt. Und ja, das heißt kleine Umstellung vornehmen, Gegner analysieren, Gameplan anpassen im Prinzip ein bisschen. Die Coaches gucken sich den natürlich auch an und geben ihren Input. Im Prinzip läuft es immer wieder darauf hinaus, das Einzige, was ich kontrollieren kann, ist, dass ich fit bin und dass ich absolut ready in den Cage steige und das werde ich. Ja, auf jeden Fall. Gerade mental kann man sich sehr, sehr gut darauf aufbauen. Also ich weiß ja, ich kann es von mir sagen, ich kann es aber auch von Daniel sagen, dass Daniel mental sowieso sehr stark ist und in der letzten Zeit noch stärker geworden ist. Von daher bin ich mir, weiß ich, dass er auf diesen Gegner perfekt eingestellt sein wird. Was erwartest du vom Kampf? Ich erwarte einen sehr, sehr harten, aber auch sehr, sehr einseitigen Kampf von Daniel. Ich denke, Daniel wird das Geschehen von Anfang an bestimmen und seinen Gegner in allen Bereichen bezwingen. Wettkampfvorbereitung ist eigentlich ganz einfache Struktur. Aufstehen, essen, trainieren, schlafen, essen, trainieren, regenerieren, Massagen, Eisbäder. Ja. Und das füllt eigentlich den ganzen Tag. Ja. Klar, in der Offseason verbringe ich natürlich mehr Zeit mit der Familie, mit den Kindern. Das ist was, was ich jetzt in der Vorbereitung oder in jeder Vorbereitung dementsprechend zurückstecken muss. Ja. Ist schon anspruchsvoll auf jeden Fall, ja, wenn ich dann mal über 7 Tage, 8 Tage nur über FaceTime mit den Kindern kommuniziere, ja, freue ich mich dann auf jeden Fall drauf, dann endlich die Kids wieder zu sehen. Von daher ist eine große Vorfreude in mir auf viele Sachen, die jetzt anstehen. Heute wurde bekannt gegeben. Hast du keinen Respekt? Junge, kleiner Kindersitz fängt ja an. So, ich fange erst mal an. Neuigkeiten, ich habe meinen Kampf. Ciao. Nein, wir beide haben jetzt unsere Kämpfe endlich anstehen.
Ich kämpfe endlich gegen Mert und ich freue mich sehr. 25. März ist es endlich soweit. Es ist noch lange hin, aber ich bin in der Vorvorbereitung und abseits davon sind einige hier in unserem Team, die auch noch kämpfen werden. Ja. Ich kämpfe in 4 Wochen bei FFC. Ich gebe mein Profidebüt dort und dann sehen wir es, wie es weitergeht in der Zukunft. Hallo Leute, ich bin Drago Dimitrov. Ich bin 22 Jahre alt, komme aus Großzimmern. Das ist in der Nähe von Darmstadt. Wir haben eine junge Gruppe gebildet. Wir wollen dann die Zukunft übernehmen. Ich bin angemeldet für Wheel of MMA am 19.11. in Berlin. Und ich würde sagen, den Kampf werde ich gewinnen. Für mich gibt es keine andere Möglichkeit, keine andere Option. Ich muss einfach reingehen, liefern, rausgehen. Jetzt für heute, Jiu-Jitsu ist fertig. Morgen um 11 Uhr steht für mich eine Einheit mit Fabrizio an. Wir werden richtig hart Cardio und Kraft pushen, ja, um absolut Vollgas geben zu können in 3x5 Minuten. Hi, ich bin der Fabo und bin der Athletik-Coach vom MMA Spirit. Heute haben wir eine individuelle Session mit dem Daniel, wo wir nochmal ein bisschen was für die Beine machen wollen. Wir werden mit einem leichten Mobility-Training anfangen, die Hüften wieder ein bisschen öffnen. Danach gehen wir zur Aktivierung der Muskulatur, die wir heute benötigen. Und zum Ende hin wollen wir nochmal die Intensität ein bisschen steigern, also was gerade die Cardio angeht. Und werden den Daniel nochmal ein bisschen den Puls hochtreiben. Gerade ein Sportler wie Daniel, der jetzt schon seit 20 Jahren im MMA-Business drin ist, muss man eben schauen, dass man nicht nur alles mit der Intensität und Sparring-Einheiten und, sage ich mal, Vollkontakteinheiten rausholt, sondern eben auch eben andere Ressourcen zu sich zieht. Und dafür eignet sich das Athletiktraining super, weil da können wir eben über Gewichte, Wiederholungsanzahlen und Sätze steuern. Wichtig ist es, dass der Athlet immer genau weiß, in welcher Phase er sich gerade befindet. Wenn ich jetzt zum Beispiel gerade vor meinem Kampf bin, dann sind natürlich individuelle Einheiten wichtiger, Einheiten, wo es um die Technik geht, wichtiger und eben versucht, dass der Körper möglichst schnell wieder erholt, weil sehr, sehr viele Einheiten folgen. Ich finde, Cardio ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, ultra wichtig. Man sagt ja auch immer, Kondi schlägt Klasse. Ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres für einen Kämpfer, wenn er was im Kopf hat, was er gerne umsetzen würde. Das kenne ich auch. Aber man einfach irgendwann zu platt ist und einfach nicht mehr in der Lage ist. Deswegen ist das Grundelement Kondition für diesen Sport sehr, sehr wichtig. Es muss immer on the edge sein. Und ja, durch so einen Trainer wie ein Fabo, der halt genau weiß, okay, bis dahin können wir gehen. Und in dem Bereich bauen wir auf. Genau, das ist der Punkt. Und dann kommen natürlich noch so Leute hier hinzu für den mentalen Support, emotional Support und auf der Matte und außerhalb der Matte, ja, ist genauso wichtig, ist genau die Energie, die am Ende zum Ergebnis und zum Fortschritt führt. Angst ist zum einen ein Faktor, den ich versuche immer wieder neu auszulegen, ja. Also ich glaube, dass Angst vielleicht schon ein Stück ein Faktor war, weshalb ich mit Kampfsport angefangen habe, weil es was war, ja, vor dem ich Respekt hatte, so was Unbekanntes, und es hat mich trotzdem hingezogen, ja, und hat mich im Prinzip zu meiner größten Leidenschaft bis jetzt getrieben, ja. Ich glaube, ich habe Angst davor, mein Potenzial nicht auszuschöpfen, ja, zum Beispiel aufs Kämpfen bezogen, irgendwann aufzuhören und zu sagen, boah, da war noch was übrig, ja, das hättest du noch geben können. So, das waren 2 Tage in meinem Trainingscamp. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, am 13. fliege ich rüber nach Amerika, nach Chicago. Und am 18. werden die Fetzen fliegen. Ich freue mich auf euren Support. Ich bin für jeden dankbar, für die Unterstützung. Ja, am 18. holen wir den Sieg. Prost.